Hi und herzlich willkommen bei www.derselbermacherblog.de. Ich bin der Dennis und wie ihr seht, stehe ich heute im Keller hier. Ich hatte ja schon mal angekündigt, wenn ihr meine Videos verfolgt, ich möchte mir hier einen neuen Werkzeugkeller bauen sozusagen. Und das erste Teil, was ich realisieren möchte, ist meine neue Werkbank hier. Und eigentlich hatte ich vor, die Unterschränke auch alle selber zu bauen. Den ihr da jetzt noch nicht ganz so sehen könnt, vielleicht seht ihr den gleich mal, den habe ich selber gebaut, also ist noch nicht ganz fertig, kommt noch die Schublade rein. Den habe ich selber gebaut und dann irgendwann wollte ich diesen hier auseinanderbauen, um Platz zu schaffen. Und habe dann festgestellt, Mann, der ist ja eigentlich total solide gebaut. Also das ist so ein richtig altes Schätzchen und das möchte ich eigentlich erhalten. Okay, gesagt, getan. Ich habe hier so ein bisschen umgebaut schon mal und schon ein bisschen geplant und 3D gezeichnet in Google SketchUp. Vielleicht zeige ich euch das mal irgendwann, was ich da gezeichnet habe. Jo, ich war gerade im Baumarkt und habe mir was zusammenschreinern lassen. Also nichts. Ich habe mir was zusammensägen lassen und zwar meine neue Arbeitsplatte. Und die hole ich jetzt rein und dann wird erstmal Probe gelegen. Gucken, ob das alles so passt, was ich da gemessen habe. Ihr bleibt natürlich live dabei. So wäre cool, ne? So eine durchgehende Arbeitsplatte hier, so wäre nicht schlecht, ne? Ich habe da aber noch was viel Geileres. Also, warte mal, ich drehe euch mal ein bisschen. So, das ist hier der neue Schrank, den ich gebaut habe. Hier kommt eine Aussparung rein. Also, Moment, ich muss das mal hier gerade umbauen. Die Platte kommt gleich noch ein bisschen weiter hier, also wird bündig mit dem Schrank aufhören. Und dann ist hier in der Mitte Platz, hier für die Oberfräseneinheit und hier für meine Tischkreissäge, die man dann bei Bedarf raus- und reinschieben kann. Also die Tischkreissäge kommt auf so ein Untergestell mit Rollen, so habe ich mir das vorgestellt. Und dann kann man die immer rein- und rausrollen. Und die Lücke hier dazwischen, die passt millimetergenau mit meiner Kreissäge. Genial, oder? Also wir werden sehen, ob es dann hinterher auch wirklich so klappt. Jo, jetzt werde ich die Tischplatte erstmal montieren und dann melde ich mich wieder. Tja, gut, dass ich eine Anprobe gemacht habe, sozusagen, bevor ich hier alles verschraube. Ich habe mir extra auf die komplette Länge, auf die 2,70 Meter hier, 2,70 Meter ungefähr, habe ich mir 5 mm Luft gelassen oder sogar etwas mehr. Weil ich mir gedacht habe, dass vielleicht die Wände nicht so ganz gerade sind oder so oder keine Ahnung. Hat sich jetzt auch rausgestellt und es sind bestimmt 2 mm zu wenig. Also nicht zu wenig, also noch zu viel. Die Bretter, ein Brett ist 2 mm zu lang. Das heißt, ich werde jetzt eins der beiden Bretter, entweder das oder das, gleich mit der Handkreissäge nochmal 2, 3, 4, 5 mm. Keine Ahnung, abkürzen, damit hier die Säge dazwischen passt. Mist. Als Anschlag dient mir dieses alte Regal, was ich hier gerade rumstehen hatte, denn ich habe keine Anschlagsleiste für meine Handkreissäge. Kann ja noch kommen, aber ich hoffe, das tut's auch. So, diese 5 mm, die sind jetzt über. Und da meine Handkreissäge nicht genauso schön sägt wie die Profilkreissäge im Baumarkt, nur fast, werde ich das Brett jetzt einfach umdrehen.
eben mal die Unterkonstruktion millimetergenau ausgerichtet. Und schon passt auch die Tischkreissäge rein. Hervorragend. Oh, das sieht doch schon ganz gut aus, oder? Also ich finde schon. Hier muss ich noch ein bisschen was drunter legen. Da sind noch so, das ist nicht ganz eben. Das sind so 1,5–2 mm Kante hier. Entweder ich fasse die so ein bisschen an, dass es so ein bisschen runder sich anfühlt. Oder was natürlich noch schöner ist, die kommt einfach noch 1,5 mm weiter nach oben. Die soll ja auch gar nicht hier auf diesen Leisten aufliegen. So ist das ja gar nicht geplant. Die soll ja auf eine Unterkonstruktion, dass man dann rein und rausschieben kann. Und wenn die dann nicht hier drin steht, weil das Blatt guckt hier die ganze Zeit raus. Ich möchte ja eine ebene Arbeitsplatte auch haben. Kommt dann dieses Brett da rein. Ja? So, statt Tischkreissäge kommt dann das Brett da rein. Mal eben kurz einmal machen. Bam, bam, bam. Passt auch nicht. Doch, passt, aber so gerade eben. Nee, so geht das nicht. Da muss ich auch noch ein bisschen kürzen hier. Das hilft alle nichts. Aber da werde ich das kleine Brett kürzen. Ist einfacher. Und da habe ich auch noch ein zweites von. Kommt dann mal da hinten rein, wenn es passt. So, jetzt habe ich wirklich eine komplett durchgängige Arbeitsfläche. Warum diese Stückelung? Erstens, 2,70 Meter ist scheiße schwer. Zweitens, 2,70 Meter passt nicht in mein Auto. Drittens, 2,70 Meter kriege ich nicht in einem Stück in meinen Keller. Ja, und, ach ja, und ich wollte das hier mit dieser Austauschgeschichte machen. Also Brett rein, Säge raus und umgekehrt. Und hier hinten kommt ja meine Fräseinheit rein. Ja, also diese Oberfräse von unten so. Jo. Das ist erstmal der Zwischenstand. Wie ich jetzt die zwei Bretter da noch absäge, braucht ihr euch nicht angucken. Ja, was liegt noch an? Ich werde jetzt die Oberfräse einbauen. Ich habe mir zwei C-Profilleisten bestellt. Das war erstmal ein Riesenakt rauszufinden, wie heißen diese Leisten überhaupt. Ja, U-Profil kennt jeder. Aber was ist, wenn da oben noch so hier so da und da noch ein bisschen zusammengeht? Eine sagt, das heißt Schlitzprofil, der andere sagt, das heißt Montageprofil. Nee, Pustekuchen, die Dinge heißen C-Profil. Ich habe gedacht, suchst du welche aus Stahl? Habe ich nicht gekriegt, jetzt habe ich welche aus Alu bestellt. Größe M8, also da passen M8er Schrauben rein. Die werde ich mir dann hier noch in den Tisch reinfräsen. Einmal hier, einmal da, so ungefähr einen Meter Abstand. So dass ich dann später so eine schöne Schiene mir da drauf machen kann zum Verschieben, um irgendwas dagegen zu kontern, um da meinen Fräskopf zu bedienen, vernünftig den Abstand einzustellen am Fräskopf und so weiter und so fort. Also das, wie gesagt, das Projekt, das wird sich noch ziehen. Ach ja, wo ich gerade hier so mit den Fingern drüber gehe, merke ich, hier werde ich auch nochmal mit der Oberfräse dran lang gehen an der Kante. Weil ich habe mir vorhin schon schön in die Finger geschnitten mit dem Holz. Das ist so hart und da sind die Kanten so scharf. Also wenn ich den... Hört ihr es? Ich habe letztens in meinem Video einen kleinen Lacher von euch gekriegt hier, weil hier ständig die Klospülung durchläuft. Da muss ich mit leben. Das ist hier die Abwasserrohre da, die da hier durch den Keller durchlaufen. Und ja, ich kann ja nicht den Leuten oben sagen, jetzt geht man eine halbe Stunde nicht auf Klo, ich mache hier Videos. Ist halt so. Ist halt Keller, ne? Ist halt keine Werkstatt hier. Naja, okay. Genug geredet, ich arbeite weiter und ich halte euch auf dem Laufenden sozusagen. Ne? Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Erledigt.
sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Also jetzt ist eine schöne durchgängige Arbeitsfläche und jetzt kann ich mich an den Rest begeben. Mach's gut, bis demnächst.